Ich musste dringend mal telefonieren. Allein. Saskia Schreiber? Ich bin's. Leo, Mensch, wir sehen uns doch heute Abend. Hast du schon Sehnsucht nach mir? Saskia, ich muss leider für nachher absagen. Es ist etwas Schlimmes passiert. Fiona hat versucht, sich umzubringen. Wir sind immer noch im Krankenhaus. Das ist heftig. Wie geht es dir? Und was ist mit Fiona? Sie ist immer noch nicht wieder bei Bewusstsein. Obwohl der Arzt sagt, sie sei soweit stabil. Aber sie müssen wohl weitere Tests machen. Du, ich kann jetzt nicht so gut reden. Ich erzähle es später irgendwann. Alles okay? Ja, klar. Rufst du wieder an? Ach, tschüss. Tschüss. Und alles Gute. Schnell besorgte ich jetzt den Kaffee und eilte zu Beate zurück. Die hatte mittlerweile noch einmal mit dem Arzt gesprochen. Es war wohl nicht zu erwarten, dass Fiona in den nächsten Stunden aufwachen würde und er riet uns, nach Hause zu fahren, um etwas Schlaf nachzuholen. Sie wollten weitere Tests machen und wir sollten später noch einmal vorbeikommen. Also fuhren wir nach Hause. Und obwohl wir erst dachten, wir könnten auf gar keinen Fall einschlafen, machten wir doch ein kleines Nickerchen. Als wir wieder aufwachten, war es noch zu früh, um wieder ins Krankenhaus zu fahren. So beschlossen wir, uns in Fionas Zimmer umzuschauen. Vielleicht gab es ja einen Hinweis, warum sie versucht hatte, sich das Leben zu nehmen.